Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Twin Fever. Ja, im letzten Mal sind wir ja bei der Lufthansa Airport Express stehen geblieben und haben da ein bisschen zugeguckt. Und ja, ich habe mal ganz frisch zwei neue Mods aufgespielt und da würde ich doch fast sagen, es handelt sich einmal um den Busbahnhof, um einen modernen und einen Hauptbahnhof, einen modernen, und den würde ich gern mit einer neuen Strecke sofort auch draufsetzen. Das Problem ist, den gibt's da. Den gibt's noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Den modernen. Okay, okay. Da sind wir noch gar nicht so weit in der Zeit vorangeschritten. Okay. Aber was ich machen wollte, auf jeden Fall, war hier mal endlich die Strecke hier passend umzubauen. Dazu müssten wir den Bahnhof nach hier hinsetzen. Die Strecke will ich so lassen und dass wir die S-Bahn dann hier lang fahren lassen. Obwohl, wir könnten auch links einen Bahnhof hinmachen und rechts einen Bahnhof. Das wäre eine Möglichkeit. Dazu bräuchte ich hier aber erstmal eine freie Strecke. Ein bisschen weiter, ein bisschen schneller. Das geht sich. Oh nein, da kommt schon wieder die nächste. Jetzt muss ich hier aber einmal. Bitte schön den Zug. So, den bitte schön einmal stoppen. Ja, nicht dahin. Ja, weiß ich doch. Wartet jetzt natürlich, weil da die Strecke noch nicht freigegeben ist. Jetzt müsste aber. Ja. Okay. Dann habe ich mir überlegt. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Schneller laufen lassen. So, dann ist ja die andere S-Bahn hinten am Bahnhof. Jetzt können wir in Ruhe bauen. Das war hier ein Bahnhof hinmachen. Dann da die Strecke machen und dann da. Dann muss ich aber hier einmal. Dann sagt er, Fahrzeug im Weg, bestimmt der Bus. Reicht das aus, wenn ich den anhalte? Nein, natürlich nicht. Dann bitte schön einmal wenden. Na, so. Jetzt müsste es aber gehen. Ist immer noch Fahrzeug im Weg. Gut, gut, gut. Dann weiß man, dass wir erstmal
Müssen wir das hier erstmal ab. Mit Oberleitung. Bitte schön lassen. Obwohl, das wollte ich ja auch anpassen. Okay. Dann bitte schön. Machen wir das näher dran. Dann setzen wir doch ein bisschen weiter weg. Oder machen wir es doch? Ich glaube, wir machen es doch so wie da. Sprich, dann mache ich aber die Straße so rüber. Und dann so rum. Genau. Fahrzeug im Weg. Dann kommt das weg. Dann haben wir hier gleich noch passend. Die passenden Strecken. Dann wird das sogar passend. Anlegen. Ah, dann sagt er Kollision, okay. Sagt er der Kollision. Wegen der Aufschüttung bestimmt. Ja. Das ist natürlich nicht so toll. Was ist, wenn ich... Ach, deswegen. Ach, gut. Ein bisschen Gleise waren da noch im Weg. Okay, jetzt geht es. Wunderbar. Das schon mal. Dann müssten wir da aber rüber. Die Kurve ist ja dann auch nicht mehr so stark. Kann mit voller Geschwindigkeit dann. Fahren. Und hier werde ich wohl nicht drumherum kommen. Dann nochmal eine Weiche zu machen. Das Signal im Weg, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Na. So. Ja, schade, dass das mit dem modernen Bahnhof noch nicht geht. Hätte ich euch gerne gezeigt. Aber in einer der nächsten Folgen dann halt. Okay, dann haben wir das. Dann machen wir da die Straße rüber. Ein bisschen raus. Na? Ist doch gar nicht. Was sagt er denn, da ist nicht genügend Platz? Aha. Okay. Warum auch immer. Jetzt gerade da hinten irgendwas, obwohl Pause war, war da gerade irgendwas. Ich muss mir gleich mal die Aufnahme angucken. Das sah schon sehr komisch aus. Dann, ich glaube nicht, dass wir da mit den kurzen, oder? Na,
Da ist die Steigung zu hoch. Und da müssen wir jetzt ein Gebäude abreißen. So. Bisschen Schwund ist immer. So, jetzt können wir da aber die Brücke. Genau. Dann. Na. Da lang. Da sehe ich gerade, da haben wir auch noch ein Stück. Okay. Dann machen wir da ja den Busbahnhof hin. Dann lasse ich den Kleinen da noch. Und das so. Ja, und ein Zuschauer hat mich auch darauf hingewiesen, dass man die Gruppierung entfernen muss, damit die einzelnen Busse oder beziehungsweise Buslinien auch an den Bahnhöfen dann an den einzelnen Haltestellen, wo man die haben will, dann auch halten können, indem man die dann auch anklickt. So, das dazu. Brücke wollte ich bauen. Brücke. Schon wieder so viele Sachen. Ja, das geht noch. Die Haltestelle ist ja da. Das ist aber die Frage. Ich glaube, da mache ich einen Tunnel hin, oder? Ja. Okay. Was ist denn da schon der Bus? Dann können wir da gleich. Weitere Haltestelle hinsetzen. Das haben wir. Linie, ganz wichtig. Unsere S-Bahn. Wo haben wir sie? Da unten haben wir sie. Das ist Bochum-Langendreher. Das ändern wir um. Bochum-Langendreher. Dann wird schön den weg. Den dazu. Und den weg. Und den dazu. Dann habe ich hier schon mal alles schön sortiert von den Gleisen her. Ja, von dem Regionalexpress, da haben wir ja nichts geändert. Und da kommt schon den bitte schön, aber nochmal drehen. Und. Der ist noch richtig, der Zug. Okay. Lassen wir weiter. Ach so, weil der Bus dann ja gar nicht mehr da ist. Okay. Dann kommt das alles weg. Und auf dem C1. Am. 14 kommt weg. Dafür kommt. Ach, jetzt hat er zwei einzelne Haltestellen gemacht. Okay, lassen wir das mal so. Ja. Ach, den habe ich gestoppt, ne? Okay. Alles gut gegangen. Da hinten kommt die S-Bahn. Das müsste sich aber noch ausgehen. Dann Signale. Das war Signal. Oh, da
das ist falsch. Falsche Seite. Das ist die richtige. Dann. Da ein Blocksignal hin. Da noch eins. Das lassen wir mal frei. Und wir machen noch hier zwischen ein Blocksignal. So. Wieder was Neues. Toaster, okay. ER112. Ich dachte, jetzt kommt hier so eine lange Liste. Straßenfahrzeug 21. Okay, machen wir das doch. Anzeigesatz. Essenöl, Essenöl. Da haben wir den hier. Öl. Okay. Dann wird das auch modernisiert. Ja, wir hatten ja noch gesagt, das ist die Frage. Schnellbus, Schnellbus. Von Schwerte, ne? Nach. Krefeld? Sollen wir nach Krefeld machen? Ja, doch. Würde ich mal sagen. Dann bauen wir da die. Oh. Das Mausrad ist immer noch zu empfindlich. Da muss ich unbedingt was oder eine neue Maus holen. Die Autobahn lassen wir mal. Hey, voilà. Direkt an der Straße enden. Hier lang. Und dann haben wir da ja schon. Wow. Ja, dann machen wir es doch. Natürlich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ist da wieder so ein Knick drin? Sieht nicht so toll aus. Also, das sieht jetzt recht nicht schön aus. Jetzt passt das. Okay. Ich würde mal sagen, die Linie fährt da ein bisschen mehr durch Krefeld, beziehungsweise mehrere Haltestellen. Vielleicht hier noch eine. Fährt einmal durch die Stadt durch. Dann Depot, genau. Neues Tramdepot. Das könnte man dann auch mal in Angriff nehmen. Mir hat einer gesagt, der MAN202 fährt in Berlin. Ja, wir haben hier eine Schnellbuslinie und die hat auch Doppeldecker. Ich weiß aber nicht, obwohl das sind modernere. Ich weiß gar nicht, was die für eine Bezeichnung haben. Aber es ist auch ein MAN. Das steht schon mal fest. Aber ich würde mal den 90, 100, ja, die 10 km/h
Können aber 5 Personen mehr mitfahren. Leistung. Auch 30 kW mehr. Kostet allerdings auch 20.000 mehr. Können wir 5 Personen mehr? Ah, doch. Nehmen wir die. 6 Stück. Dann neue Linie. Dann einmal. Das finde ich schon genial. Sobald man die erste Haltestelle angeklickt hat, fahren schon die Busse raus. Dann bitteschön. Okay. Hat er sofort schon als Schnellstraße jetzt genommen. Wenn das so ist, dann. Wir das noch mal ein bisschen so um und lassen den hier auch noch mal ein bisschen mehr durch die Stadt fahren und da noch mal und soll dann hier auch eine Endstelle haben. So, jetzt aber schnell die Haltestellen. Das kann man auch wegtun. Da unten hatte ich alle. Ja, da unten hatte ich alle. Dann einmal so lang. Und bis dahin. Und dann wieder zurück. Okay, das ist dann unser SB2 von. Gute Frage, gute Frage. Krefeld nach Schwerter. Okay. Dann was? Na, dann was? Hier fällt noch Schwerter. So, und da war jetzt irgendein Fahrzeug auch noch alt. Alter. Ist aber alles eigentlich noch. Viel im roten Bereich. Essengüter, die könnte man aber auch schon mal. Güter, okay. Oder nehmen wir den schon? 23 Güter. Nehmen wir den. Dann sind wir sofort auf der sicheren Seite. Die nächsten Jahrzehnte kann man schon fast sagen, was den Güterverkehr angeht, beziehungsweise was die Städte an Güter brauchen. Ist jetzt noch kein. Dann auch nur 2 Züge unterwegs, okay. Auf der E2 sehe ich gerade. Die Strecke nur 2 Züge, ja. Ja, wird schon gut angenommen. Unsere Schnellbuslinie. Tja, dann würde ich sagen, ich beende die Folge dann hiermit. Hier hoffe ich mal, dass so langsam auch ein stärkeres Wachstum einstellt. Wie sieht es denn mit den Gütern aus? Gut, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber wer Kastrop jetzt auch noch anschließen, wie sieht es denn damit aus? Finanzen. Oh,
dieses Jahr das erste Mal gewinnen, so wie das aussieht. Ich hoffe mal, die Produktion steigt. 278 Güter könnten wir absetzen. Aber die Produktion von Kohle und Eisenerz, die ist noch nicht so. Der ist auch nicht voll. Ja, aber ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass es was wird. Mit der Zeit. Und auf jeden Fall Gewinn machen wir genug. Ach stimmt, auf der Strecke ist ja nur der eine Zug, der die beiden Städte abdeckt. Ja, da müssen wir noch was umändern, glaube ich. Das würde ich sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Und würde dann sagen, bis dahin und ciao.